Rauch, Blaulicht und Feuerwehrmänner. Heute Morgen auf dem Frauenplatz. Alles muss passen bei der Übung der Berufsfeuerwehr München, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Von der Rauchentwicklung im südlichen Turm des Münchner Doms auf rund 100 Metern Höhe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vergehen knapp 10 Minuten. Die Übungseinsätze sind sehr wichtig, weil wir müssen uns immer auf dem akuten Stand halten. Wir müssen trainieren, wir müssen einstudierte Handlungsabläufe immer wieder trainieren, dass im Ernstfall das sehr gut funktioniert. Die Feuerwehrleute stürmen mit Atemschutz den Turm hinauf. Nach Ankunft am Brandherd heißt es Wassermarsch. Das Wasser kommt vom Hydranten zum Feuerwehrauto und wird von dort aus mit Vollgas nach oben gepumpt. Wir sind zügig aufgestiegen im Turm, wobei man alle so schnell wie möglich läuft, aber so langsam wie notwendig. Weil wir müssen natürlich jederzeit im Turm auf irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse reagieren können. Und unser Ziel ist natürlich nicht oben anzukommen, sondern wenn wir oben ankommen, beginnt unsere Arbeit erst, da stehen wir erst am Anfang und da brauchen wir natürlich noch Luft. Damit ein Szenario wie in Paris im April in der Kathedrale Notre-Dame nicht auch bei uns passiert, führt die Feuerwehr diese Übung durch. Man sucht die Schwachstellen und möchte wissen, ob diese Schwachstellen auch schon entdeckt sind in anderen Dömen. Kann das Gleiche passieren? Ich würde sagen, es kann immer etwas passieren. Das Gleiche wie in Paris kann nicht passieren. Wir sind etwas besser gerüstet und wir sind auch noch dabei, es noch zu verbessern. 18 Mann sind heute an der Frauenkirche angerückt. Um im Ernstfall zu wissen, wer wo ist, wird mit dem Funkgerät kommuniziert. Um einen Überblick zu behalten, werden die aktuellen Positionen der Feuerwehrleute auf einem Gebäudeplan markiert. Die größte Schwierigkeit ist natürlich die Ausdehnung von so einem Turm in der Vertikalen, weil wir müssen erst noch umsteigen und das müssen wir natürlich für unseren Rückweg müssen wir das auch wieder einrechnen, die ganze Höhe oder einplanen und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Nur 20 Minuten dauerte es, bis der Brand nach Auslösen des Alarms komplett gelöscht war.